Name ist Della Harlang, ich bin Ende 20 und ich arbeite als Sonderpädagogin und Englischlehrerin an einer Berliner Gemeinschaftsschule. Ich habe tatsächlich vorher auch was anderes gemacht. Ich habe ganz normal Abitur gemacht und habe gedacht, oh, ich studiere Medizin, das liegt mir. Und habe nach 2 Jahren gemerkt, oh, das ist es eigentlich doch nicht. Was machst du jetzt? Ja, also obwohl ich mich natürlich bewusst für den Abbruch entschieden habe, habe ich natürlich auch ganz, ganz große Gefühle von Versagen und Ähnlichem mehr gehabt. Da war ich tatsächlich erstmal ein bisschen alleine. Aber die Frage ist, ist ja auch, was traue ich mir nochmal zu? Traue ich mir nochmal ein Studium zu? Und bin dann auch zur Studienberatung tatsächlich gegangen. Und er hat dann erstmal gesagt, erzählen Sie. Und und ich habe erzählt. Und was der Studienberater, Herr Schneider, gemacht hat, ist dann wirklich die Puzzleteile zusammengesetzt und gesagt hat, aber Sie haben doch gerade erzählt, was Sie machen werden und machen wollen. Und ich bin dann da raus und habe gedacht, okay, ich bewerbe mich jetzt für Sonderpädagogik und Englisch. Ich hatte das Gefühl, obwohl es meine Entscheidung ist, dass da jemand schon klar und deutlich gesagt hat, die ist richtig, mach das. Ich wusste, dass ich, wenn ich nach Hause... Hallihallo. Herr Schneider. Ich grüße dich. Stella, wie ist es dir ergangen? Ich habe gerade erzählt. Aha. Das hat mich unglaublich bestärkt, ja. Und du bist glücklich mit dem, was passiert ist? Ja. Das höre ich gerne. Bin selber da auch total glücklich mit, aber es war nicht leicht. Bei Stella war es so, dass uns verbunden hat, ich bin selber auch Lehrer. Ich weiß, was ein Lehrer macht. Lehramt und Medizin haben beide den Umgang mit dem Menschen mehr oder weniger als Grundlage. Und jetzt gucken wir mal, wie kriegen wir das ganze Ding denn für dich hin? Und ich denke, daran haben wir dann auch gearbeitet. Mich hat es ja unglaublich viel sortiert und verändert. Und das von einem Außenstehenden zu erleben, das war es, glaube ich, tatsächlich das, was diesen Moment so besonders macht. Ja. Danke dafür.